set off. As required. Press pedal. Brake check, genau. Check zero. Max. Takeoff da jetzt unter die, unter Perf und 1 für die Flaps, jetzt wird hier V1 und so ausgerechnet. Jetzt kommt noch TO Config. Und Checklist completed. Gut, das war's. Wir können jetzt uns auf den Weg zur Startbahn machen. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen zur Seite rutschen. Ich hoffe, dass ihr mich noch ganz gut verstehen könnt, damit ich hier alles bedienen kann. Ich würde sagen, wir legen los. Schalten jetzt hier noch diese Cockpit, diese dicke Beleuchtung aus. So ist besser. Schalten wir noch Wing. Das Wing Light off on. Ist das hier. Und dann geht's los. Parking Brake ist released. Rollt die Maschine schon automatisch? Nein, wir geben etwas Schub. Ein bisschen gucken, dass wir langsam losrollen. Und los geht's. Ab zur Startbahn 1.8 und dann in Richtung Barcelona. Versuchen wir heute nicht schneller als, sagen wir mal, 8 Knoten zu rollen. Es könnte auch gut sein, dass gleich beim Start es ein bisschen hängt, weil ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hatte mal ein Add-on hier für Frankfurt und Freeware, was aber ziemlich die Frames geschluckt hat. Und dann hatte ich jetzt hier das deinstalliert wieder. Und das Landen in Frankfurt habe ich gestern gemacht, das ging ganz gut. Und eben der, der Start. Hier hatte ich jetzt schon zweimal versucht, vor diesem Let's Play halt eben. Hat es beide Male sehr gehangen. Und jetzt habe ich beim dritten Mal dann halt hingekriegt. Ich hoffe nur, dass das dann jetzt hier halt eben im Start dann auch so das letzte Mal ist und dass wir dann völlig problemlos in Barcelona landen können. Gut. So, Korean Air ist auch hier, Korean Air 138 zum Gate, die ist gelandet. 8 Knoten Ground Speed haben wir jetzt schon erreicht, bremsen wir mal kurz, 7 Knoten jetzt wieder. Gucken wir mal, das sieht aber echt komisch aus. Ich hoffe, dass das gleich in der Luft, wenn wir die Simulationsrate und alles anhatten, sich ändert, weil ich mir das eigentlich nur mit dem Flughafen erklären kann, weil gucken wir mal hier, die Scheinwerfer sehen komisch aus. Ich hatte auch gestern ein Problem mit dem Frankfurter Flughafen, dass das Terminal nicht abgebildet war. Dann hing halt in der Lufthansa Technik, hing halt so wirklich in der Luft. Und ja, ich denke, das hatte jeder schon mal, dass der FSX da ein bisschen verrückt gespielt hat. Schade, dass das jetzt ausgerechnet im Let's Play passiert, weil die letzten Male, wo ich geflogen bin, war das eben wirklich nicht so. Und genau. Versuchen wir mal. Hoffen wir mal, dass es dann in Barcelona dann anders ist. Dann im Anflug. Dass wir dann da keine Hänge haben. Ich kann mich so weit erinnern, dass wir, glaube ich, beim Let's Play mit dem A380 ziemliche Hänger hatten. Auf jeden Fall war das eine der schlimmsten Landungen, weil wir da halt eben von Sicht mit einem A380 angeflogen hatten, dann zu langsam waren, dann waren wir zu tief und dann auf einmal zu hoch und dann war eine ziemlich verkackte Landung. Aber das werden wir heute, glaube ich, mit dem A321 besser hinkriegen werden. Hier gerade bei Nacht auch einen ILS-Anflug hinlegen. Genau, das Einzige, was sein kann, da ich jetzt auch schönes... Ist das überhaupt schön? Nee, eigentlich hätte ich Regen eingestellt, aber ich sehe gar keinen mehr. Doch, das ist Regen, das heißt, wir sollten auch mal die Scheinwerfer hier anschalten. Ah ne, die sind nicht synchron. Ich möchte die synchron hinkriegen. Jawohl. Müssen wir mal so ein bisschen gucken. So, ein bisschen hängen tut es jetzt hier aber schon. Seit der Airbus X habe ich auch schon oft gelesen, dass das wirklich so ein Problem ist. Wobei es eigentlich noch geht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Gucken wir mal. Ja, geht doch noch eigentlich. Geht wirklich noch. So stark hängt es jetzt auch nicht. So, da vorne ist jetzt hier also schon die Landebahn. Hatten jetzt keinen großen Rollweg. Eine Austrian Fokker ist da. Vor uns dürfte Lufthansa sein. Oh, jetzt habe ich die Klappen aus Versehen, glaube ich, auf 2 gestellt. So, und wir halten hier einmal an. Und wir sehen... Oh, ich habe die Flaps auf 0 zurückgestellt. So, die müssen aber auf 1 sein. Aber von außen, ja, das ist irgendwie Texturfehler. So ein A321 der Lufthansa, vor uns ist noch ein A321 der Lufthansa, hier ist jetzt schon die Landebahn. Zwischen den beiden A321 ist eben die Fokker von Austrian. So, wir geben wieder etwas Schub. Und dann wollen wir noch das letzte Stück. Ja, vor allem mit den drei Maschinen brauchen jetzt nicht allzu schnell zu rollen. Boah, okay, müssen jetzt hier nicht sehr viel Schub geben, weil wir ja nur dieses kurze Stück halt eben haben. Genau, die Landebahn 1.8 ist... Also die Landebahn in Frankfurt 1.8. 25 bzw. 7 links, also 25 links und oder halt eben bzw. 7 rechts, und die Landebahn 25 Center oder halt auch 7 Center sind jeweils, also alle drei, auch die und die Landebahn halt 18 sind alle drei 4000 Meter lang, und die neue Bahn da jetzt 25 rechts bzw. 7 links, die ja nur zum Landen ist, also die 1.8, auf der wir jetzt hier starten, ist nur zum Starten. Die 25 links und 25 Center sind für beides, also kann man für beides nehmen, und die 25 rechts ist nur zum Landen. Da landen dann halt eben immer, ja, so kleinere Maschinen. So ein A380, der kann nicht auf einer 2700 Meter langen Bahn landen. Also wie gesagt, drei Bahnen hier, 4000 Meter, und zwar wirklich exakt 4000 Meter, und die 25 rechts, die neu gebaute Bahn, der jetzt ein bisschen abgelegen ist, wir können hier mal gucken. Ich kann es euch zeigen, ich hoffe, ihr könnt die Maus überhaupt sehen. Hier hinten jetzt rechtes Fenster, hier der rechte Scheinwerfer dahinter, da ist die Landebahn, da hinten. Und genau, die ist halt eben nur 2700 Meter oder so lang, also nicht wirklich sehr lang. So, da ist jetzt die Fokker von Austrian, die da zur Bahn rollt, wir haben aktuell 2 Knoten Ground Speed. Der Airbus auf dem Rollweg, das müssten wir dann sein, der Airbus für Delta 1, oh Delta Airlines, müsste eine 767 sein. Gucken wir mal gerade, auch wenn es jetzt hier... Ja, es sieht schon scheiße aus, aber... Es ist Delta. Ja, es ist ein 767, glaube ich. Kann mir auch nicht erklären, wodurch das passiert. Ich hoffe, dass es in Barcelona dann nicht mehr der Fall ist. So, jetzt sind wir die Landebahn 1.8. Wechseln auf die Tower-Frequenz und können direkt die Startfreigabe anfordern. Schub geht wieder auf Idle. Und wir warten hier einmal. Gut, bevor Takeoff Checklist. TKS geht auf On. Exterior Lights, wir werden jetzt gleich auf die Bahn rollen können. Strobe Light können wir auf On stellen, nicht nur auf Auto. So, Checklist complete. Wir sind bereit für den Abflug in Richtung Barcelona. Ich freue mich drauf, dann da gleich anzufliegen. 1-8? Fliegen Sie direkt einen Einflug? Also das ist dann halt eben am FSX auch so ein bisschen unrealistisch, weil ihr könnt es wirklich auf Wikipedia, ihr könnt es überall nachschauen. Die 1.8 ist extra damals gebaut worden, nur zum Starten, und die 25 rechts ist halt eben jetzt wirklich gebaut worden, nur zum Landen für die kleineren Maschinen. Und wenn hier einer auf die 1.8 anfliegt, dann ist das einfach schlecht gemacht von Microsoft. Wobei, kann auch sein, das weiß ich jetzt auch nicht, kann natürlich sein. Ne, kann nicht sein. Hat jetzt die Überlegung, als die 25 rechts noch nicht da war, dass auf der 1.8er eventuell sogar auch gelandet wurde. Das kann ja in der Hinsicht schon gar nicht gehen, weil die 25 rechts hier Microsoft Flight Simulator X ja noch dabei ist. Das heißt, die wurde ja vorgebaut, bevor der FSX rauskam. Also keine Ahnung. Jetzt mal gerade ein bisschen husten, ich trinke jetzt gleich mal kurz was. So. Geht jetzt eigentlich noch von ganz gut von der vom Kuckeln her. Und hängen. So, jetzt hier schön eindrehen. Schub geht wieder auf Idle. Landebahn ist lang genug. So, wir stehen. Ich trinke jetzt mal ganz, ganz schnell einen Schluck. jetzt gleich nicht husten muss. Und dann legen wir los. I have control. Ab nach Barcelona. Shoepable auf 50% N1. Wir hören, es dreht ordentlich auf. Sie drehen ordentlich auf die beiden Triebwerke. Und dann vollen Schub. Ab geht's nach Barcelona. Checkt. Gut, ihr seht jetzt hier, hatte ich euch ja gesagt, beim Start kann es ein bisschen hängen. Ja. So, ich versuche jetzt hier... Ah, das ist die 737, die jetzt hier landet. So, ich versuche jetzt hier den Start möglichst sanft zu machen. Wie gesagt, das hatte ich auch schon mal so das Problem, dass es halt eben mit diesem Stick ein bisschen zu hart hochging. Und ab geht's. Hat doch noch ganz gut funktioniert. So, ist im A321 ja auch so, genau. Ich kann jetzt den Stick loslassen, der hält das. Gut. Werden wir aber nicht machen, denn wir werden jetzt gleich nach Flugplan fliegen, den wir jetzt theoretisch schon einstellen können. Autopilot geht on. Und wir nehmen den Schub zurück. Auf Climb Thrust und stellen jetzt hier die Geschwindigkeit selber ein, erhöhen auf 210 Knoten. Genau, und dann würde ich sagen, war es das hier vielleicht schon wieder. Flaps gehen auf 0. Wir machen weiter mit der After Takeoff Checklist jetzt gleich. Ich würde sagen, die können wir noch kurz machen. Noch hier gerade... Das Set. So, die gehen auch wieder auf. Das war jetzt Exterior Lights. Das bleibt auf On. Das geht auf. Strobe geht auf. Das geht auf. Wobei ich die Strobe Light eigentlich gerne anlassen würde. So, das war's mit der Checklist. Wir fliegen jetzt hier nach Barcelona. So, jetzt gerade hängt er mal. So, und jetzt müsste es eigentlich gleich wieder klappen. Ihr seht, es hängt. Ihr könnt es unten links sehen. Das ist manchmal so im FSX. Und dann beruhigt es ja irgendwann wieder. Das war's auf jeden Fall jetzt hier vom... umstellen auf Standard. Und genau, das war's jetzt hier vom ersten Teil unseres Flugs Frankfurt nach Barcelona. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Dann sehen wir uns demnächst bei der Landung. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.